Willkommen zu meiner spoilerfreien Filmkritik zu Ma. Worum geht es in diesem Film? Wir begleiten Maggie, die mit ihrer Mutter nach Ohio zieht, dem Ort, wo ihre Mutter aufgewachsen ist. Maggie lernt schnell neue Freunde kennen und sie wollen, wie es für Jugendliche in diesem Alter recht üblich ist, einfach nur in Ruhe feiern. Vor dem Supermarkt auf der Suche nach jemandem, der für sie den Alkohol erwerben kann, da sie noch nicht volljährig sind, lernt die Teenie-Gruppe Sue Ann kennen. Sue Ann ist so super freundlich und kauft für die Jugendlichen nicht nur den Alkohol, sondern möchte ein bisschen mehr soziale Kontakte haben und stellt in diesem Zuge sogar noch ihren Kellerraum zur Verfügung, wo die Teenies nach Herzenslust feiern können. Schnell spricht sich rum, dass bei Sue Ann im Keller die Feierlocation Nummer 1 entstanden ist, so werden die Partys, die dort gefeiert werden, immer größer. Bis hierhin klingt es doch nach einem Traumaszenario für jeden Teenie. Was soll da schon schief gehen? Das müsst ihr beim Schauen vom Film selbst herausfinden. Wie ist das Ganze umgesetzt? Ma nimmt sich Zeit, die Charaktere einzuführen. Wirklich tiefgründig passiert das zwar nicht, die Charaktere sind aber gut umgesetzt, somit wachsen sie einen schon ein bisschen ans Herz. Der Film fühlte sich zudem relativ lang an, obwohl er mit nur 100 Minuten Filmlänge eher zu den kürzeren Filmen zählt. Diese Länge möchte ich jetzt nicht in erster Linie negativ anmerken. Der Film nimmt sich nur wirklich relativ viel Zeit, bevor er richtig Fahrt aufnimmt. Diese Zeit, die sich der Film nimmt, unterhält er aber wirklich auf gutem Niveau. Die Story wird geradlinig erzählt, ist recht überschaubar, aber gut umgesetzt. Ma stammt von den Machern von Get Out und Happy Death Day. Fans von diesen beiden Filmen werden hier voll auf ihre Kosten kommen. Ein Horrorfilm, der gruselig ist, ist hier nicht zu erwarten, wie auch bei Get Out oder bei Happy Death Day. Es gibt so kurze, leicht erschreckende Momente, aber es ist nichts Horrormäßiges in dem Sinne. Es ist mehr, da klopft jemand an eine Scheibe oder sowas in dieser Richtung. Das ist ein bisschen so umgesetzt, dass man sich halt erschrecken könnte, aber richtig fürchten lehrt einen der Film halt nicht. Im Gegensatz zu Get Out und Happy Death Day fehlt hier auch die Komponente der, ich sage mal, übernatürlichen Art. Ich sage mal, übernatürliche Dämonen oder irgendwas in der Richtung gibt es in diesem Film nicht. Gibt es bei Get Out und Happy Death Day natürlich auch nicht. Das gibt halt nur bei Happy Death Day ist es dieser Zeitloop, diese Zeitschleife, um die es halt eben geht. Und bei Get Out geht es halt eben um diese wissenschaftliche Komponente der Gehirnübertragung. Das ist jetzt auch nicht übernatürlich in dem Sinne, aber schon ein bisschen im Bereich vom Science Fiction eben anzusiedeln. Solche Komponenten hat man nicht. Hier handelt es sich um einen Vollblut-Thriller. Wie ist die technische Umsetzung vom Film? Ich habe Ma über Amazon Video in der 4K-Version geguckt, muss dazu sagen, aufgefallen ist mir die Artefaktbildung, gerade in dunklen Bildbereichen sieht man sehr, sehr starke Artefaktbildung vom Film, was gerade für einen 4K-Stream schon ein bisschen ungewöhnlich ist, da diese normalerweise schon etwas höher oder hochwertiger komprimiert sind. Dadurch sind mir diese Artefakte bisher in anderen 4K-Filmen noch nicht so ins Auge gesprungen, wie es bei Ma der Fall ist. Abseits der dunklen Szenen ist die Bildqualität aber voll und ganz in Ordnung. Richtiges 4K-Feeling habe ich allerdings ein bisschen vermisst, ist bei diesem Film aber in meinen Augen auch nicht das Entscheidende, da es eben wirklich um die Story geht. Der Ton ist gut umgesetzt und setzt auf eine Mischung aus Räumlichkeit. Es gibt aber auch viele stille Momente, wo wirklich mit der Ruhe und der Stille wirklich gearbeitet wird, wodurch der Film eine sehr gute Atmosphäre bekommt. Es gibt aber auch hier und da in einigen Szenen direktionale Surround-Effekte. Kommen wir zum Fazit. Ma ist ein gut gemachter Film, der besonders Fans von Get Out und Happy Death Day zu empfehlen ist. Ihm fehlt im Gegensatz aber der fiktionale Ansatz, wie zum Beispiel die Zeitschleife von Happy Death Day, was ich eben ja einmal schon erklärt hatte. Es ist mehr Thriller als Horror, somit ist er für ein breites Publikum geeignet, also Horror-Angsthasen brauchen sich hier nicht unter der Decke verstecken, es ist einfach nicht gruselig in dem Sinne. Nachdem die Teenies den Keller für sich gewonnen haben, gibt es eine Szene, wo sie sich im Haus ein wenig nach oben begeben. In dieser Szene hat der Film bzw. entwickelt der Film eine unglaublich intensive Atmosphäre, die in dieser Form im restlichen Film leider nicht weiter verfolgt wird, was ich ein bisschen schade fand. Denn hier sieht man, wie viel Potenzial der Film noch gehabt hätte, atmosphärisch wirklich unglaublich dicht zu sein. Somit bleibt für mich ein Film, der kein Meisterwerk wie Get Out ist. Er erreicht diese Klasse einfach nicht. Ma ist für mich aber ein gut gemachter Film, der wohlverdient 4 von 5 Sternen bekommt, da er schlicht sehr gut gemacht ist.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Je nach freier Zeit gucke ich mehr oder weniger Filme, meist über die bekannten Videodienste Amazon Video und Netflix. Wenn ihr nicht verpassen wollt, welche Filme sich lohnen, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke.